Und hier können wir jetzt die Dunkelheit berühren. Ah, machen wir das doch. Oh ja, die Gegner machen sich schon bereit. Kommunizieren. Yeah, Stasis! Soll ich irgendwas machen? Nee. Macht automatisch. Die Dunkelheit. Sie ist in mich. Oh ja. Okay, neue Fähigkeiten. Jetzt ist sie super. Bam! Bam! Bam, bam! Zack! Bam! Bam! Jetzt kann ich noch irgendwas... Nee. Aber die Musik macht gerade übel Spaß zuzuhören. Boah! Ich bin so mächtig! Bam! Oh, schade, geht nicht weiter. Oh, das ist schon geil. Das Schaß gefällt mir übelst. Aus dem Weg. Zack. Zack. Oh, nicht runterfallen. Ah, Mann. Hä? Die habe ich da jetzt nicht getroffen. Naja, egal. Ich bin eistastisch. Bin voll eiskalt. Boah, macht das Spaß gerade. Boah. Zu viel Strahlung hier auch. Meine Augen. Jetzt muss auch mal hier Bosse kommen. Ja! Genau so, das meine ich auch. Oh, guck dir die Hydra an. Wie schnell ich sie kaputt mache. Okay. So. Kommunikation beendet. Eine naheliegende Truhe ist hier, die wir nur mit der Dunkelheit öffnen können. Okay. Ja, dann machen wir das doch. Also ich glaube, nach der Quest bekommen wir bestimmt den Fokusbaum auch. Also die Fähigkeit an sich, die Stasis-Fähigkeit. Das wäre ja auch ein bisschen komisch, wenn nicht. Na, weg hier mit euch. Das ist mein Schatz. Na, öffne mal die Kacke. Und hier die Truhe öffnen. Gealterte Rüstung. Sprich mit Varix. Nice. Okay, warte. Neue Reise, zack. So, mein Varix. Ich habe ein bisschen Dunkelheit benutzt. Ist das nicht so schlimm, oder? Bestimmt nicht. Kann es sein? Ich kann diese vergiftete Macht an dir riechen. Verbreitet sich die Korruption so schnell? Oder hoffst du, Eramis mit ihren eigenen Waffen zu schlagen? Du befindest dich auf einem sehr gefährlichen Weg. Geh mit dieser Rücksichtslosigkeit zu Phylax, aber Vorsicht! Sie ist Eramis beste Kriegerin. Sie hat sich im Dämmerbruch einen Namen gemacht. Wenn du dich als würdiger Gegner entpuppst, wird sie sich zeigen. Mit Vergnügen, Uwink, bekomme eine Schrotflinte. Varix gefallen deine neue Stasis-Fähigkeit nicht. Er hält dich für unvorsichtig. Erinnert dich an alle das, was die Dunkelheit angerichtet hat und was sie mit Eremis anstellt.
Er weigert sich zu glauben, dass es dies der einzige Weg ist, um sie aufzuhalten. Allerdings räumt er ein, dass du deinen Weg letztendlich selbst wählen musst, auch wenn es gefährlich ist. Er mahnt dich, dein Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Um an Eremis heranzukommen, musst du zunächst die Anführerin ihrer Armee besiegen, Phylax. Dank seiner geheimen Kommunikationsnetzwerk konnte Varix in Erfahrung bringen, dass Phylax den Befehl hat, die Kontrolle über eine zurzeit von den Vex besetzten Gebiet zu übernehmen. Sammle Informationen über den Aufenthaltsort von Phylax, der Kriegerin, indem du ihre Soldaten in den Everdite-Ruinen herausforderst. Gut, mit Vergnügen. Und hier haben wir eine Quest für die Rüstung, die man hier bekommt in der Quest, in der Story. So, und dann gönne ich mir hier noch die Beutezüge. Was muss ich denn machen? Praetech Exo-Wissenschaft. Suche nach einer weiteren durch Stasis versiegelten Truhe in der Praetech Exo-Wissenschaft. Boah, dann würde ich das zuerst machen. Warte. So, also wir müssen jetzt hier Gefallene besiegen. Ja, da können wir. Oder muss ich das in bestimmten Gebiet machen? Okay, ich muss das wahrscheinlich in bestimmten Gebiet machen, ja. Egal, ich will zuerst zu Dingens gehen, zu dieser Basis. Ich muss zur Prey Exo Wissenschaft. Alright, ja, dann gehen wir hier lang. Scheiß mal auf den Marker, der mir hier angezeigt wird. Gut, dann sehen wir uns gleich, wenn ich dort bin. Ja, geil. Ich wurde gerade einfach rausgeschmissen wegen anscheinend Netzwerkprobleme. Ich habe auch Internet alles. Ja, geil. Ah, nee, jetzt bin ich wieder drin. Ganz komisch. Gut, dann nochmal Cut bis dorthin. Anhand ihres Vorhutberichts kann ich erkennen, dass Eremis eine formidable Gegnerin ist. Aber anhand dessen, was wir gesehen haben, selbst ihre eigenen Leutnants fürchten sich vor ihr. Es ist schwierig, das mit dem abzugleichen, was Varix uns erzählt hat, dass sie einmal gute Absichten hatte. Das beunruhigt mich, dass die Dunkelheit jemanden völlig unbemerkt so sehr verändern kann. Wir müssen aufpassen, dass es uns nicht passiert. Gut, hier soll irgendwo diese Truhe sein, die wir nur mit Stasis-Magie öffnen können. Geht mal weg. Hier ist doch eine, oder? Ja, entsiegeln. Gealterte Rüstung. Und wir sollen wieder zurück zu Varix. Alright. Gut, dann einmal zurück. Zum Glück können wir dort einfach Schnellreise machen. Ah, hat das ewig gedauert. So, ja, machen wir halt ein bisschen Backtracking. Und holen uns kurz das Rüstungsteil. Diese Rüstung wurde vor langer Zeit für die harten Bedingungen auf Europa gefertigt. Nimm sie und nutze sie weise. Ja, es sind zumindest die Schuhe. Sie sind zwar jetzt nicht besser. Ich würde erstmal warten, bis ich alle Rüstungsteile bekomme. Hier haben wir einen Teil für 67. Ja, das zieht doch. Komm, nehmen wir auch gleich die Schrotflinte mit. Bisschen mit den Waffen hier spielen. Schade nicht. Und dann sehen wir uns gleich, wenn wir bei dem Gebiet sind, wo wir die Gefallenen töten müssen, um Informationen von Phylax zu bekommen. Nicht von Phylax, über Phylax zu bekommen. Okay, bis gleich. Alright. Der Trip ist da. Bin immer noch 24/7 vom PC und zocke jeden Tag. Okay, warum singe ich das gerade? please give me more enemies. I need enemies. I need enemies. Oh, jawohl, so ein Enemy. Ja, kommt her. Dankeschön. Droppen die keine Kiste? Schade. Eigentlich droppen die doch immer so eine Kiste. Aber diesmal wollten sie nicht. Ist ja nicht so schlimm. Ich brauche die Kiste jetzt eh nicht so krass.
Ihr kleinen Schlawiner. Ich brauche euch, damit die Story vorangeht. Nicht weggehen. Ihr müsst ja sterben. Das ist eure Bestimmung. So. Da hinten sind auch noch welche Außenseiter gefallen. Oh, war es gerade eine Beleidigung zu den Gefallenen. Die Armen. Jetzt tun wir sie ein bisschen leid. Sie wurden gerade einfach Außenseiter genannt. Ich brauche noch ein paar. Ist noch ein großer. Wir haben 20 von 35. Brauchen wir noch 14. Eins. Zwei. Hör auf, Kills zu klauen. Kleiner Spasti. Ups, Entschuldigung. Ist mir rausgerutscht. Der ist ein Schüler. Sieht eher aus wie so ein Boss. Aber gleich nicht mehr. Da oben ist schon wieder so ein Bossgegner. Die sind ja überall. Ah, diesmal hat der eine Truhe gespawnt. Ja, 69, danke. Hat sich gelohnt, den zu killen. Nur schwere Muni. Ich brauche immer noch Gegner. Da, da hinten. Wo verfolgen wir den? Nein, hör auf! Bitte! Oh, klau mir doch nicht die Gegner! Oh, scheiße, ich war gerade eingefroren. Und das muss doch jetzt reichen. Jawohl. So, was steht da? Locke Elnax. Erlösung Elite im Astrion Abgrund hervor und besiege sie. So, warte kurz. Einmal hier rum und einmal hier lang. Gut, dann bis gleich. Das sind die Koordinaten, die ich über Funk aufgeschnappt habe. Phylax hat Patrouillen in diesem Gebiet. Hier Patrouillen, ja, wo? Da. Nee, ich will nicht in den verlorenen Sektor. Nicht da rein. Außen rumfahren. Großen Bogen machen. Ja, hier im offenen Feld stehen sie alle. Na, was wollt ihr hier? Ey! Flüchtlinge! Nicht entkommen! Der will hier flüchten. Ja, das ist jetzt ein Ende. Tschüss. Es ist wohl mal nicht Flüchtling gespielt. Okay, jetzt, da kommen noch mehr. Burn, ja, verbrennt euch. In meinen Fähigkeiten. Uhu. Mal gucken, die Schrotflinte. Digga, ich will ein bisschen näher rankommen. Jetzt hört doch mal auf, hier die ganze Zeit wegzulaufen. Gott, oh Gott. Ich will die Schrotflinte ausprobieren. Wenn die mal weglaufen. Digga, bleib doch mal stehen. Meine Güte. Macht das einen wütend.
Gott verdammt. Oh, danke. Spitz Bob. Warte mal. Bleib mal kurz stehen. Ich will ihn inspizieren. So. Wieder inspizieren. Boah, ist so ein Standard-Typ. Ist nicht so ein krasser. Nein, Spaß. Ich war am Anfang des Let's Plays auch nicht so der krasseste. Und guck mich jetzt an. Aber ich habe auch krass gefahren, muss ich ehrlich sagen. Und ist jetzt auch nicht mein erster Hüter. Ist ja auch klar. Und auch nicht meinen ersten Spielstunden. Aber der Typ kann gerne mithelfen. Wir spielen die Quest zusammen. Oh, da ist nochmal Rudi. Rudi Völler. Ich wusste gar nicht, dass Rudi Völler auch hier mitspielt. Wie viele kommen denn jetzt hier noch? Jetzt kommt wieder die traurige Musik. Jetzt sind sie da hinten. Rote Lasers kommen da raus. Ja, da hinten sind jetzt fette Panzer. Fette Spinnenpanzer nenne ich sie mal. Ne, Bomber heißen sie. Oh, okay. Deren Namen wird anscheinend gerecht. So, ein Bomber entfernt. Komm, ich gehe gleich mit der Schrot ran. Gott, könnt ihr mal aufhören, vor mir immer rumzuhantieren? Ah, guck mal, da ist er doch. Der Naxus. Ey! Nicht mehr einfrieren. Warte, lass mich kurz nachladen. Jawohl. Da haben wir ihn weg. Maschinenmut. Ich bewundere deinen Kampfgeist. Komm und finde mich. Sie übermittelt uns ihre Position. Sieht aus, als hätten wir eine Einladung gewonnen. Ja. Ist aber bestimmt keine Einladungskarte für Geburtstag, oder? Ich wurde mal bei einem Geburtstag eingeladen. Wir hatten einfach das beste Buffet. Wir waren in so einem Restaurant. Und es war so lecker, Alter. Es war so lecker. Okay, aber ich nehme mal eine andere Heavy-Waffe. Und zwar das Schwert. Und scheiß auf die Schrotflinte. Wir nehmen die Prometheus. Phylax kam im Dämmerbruch zu Ruhm, ja? Ruhm für Skrupellosigkeit. Für letzte Tode. Für Phylax gibt es keine größere Freude als den Kampf. Du musst sie herausfordern, aber sei vorsichtig, Hüter. Es heißt, du bist ein großer Krieger. Aber ich glaube, du wurdest mit Maschinenschwäche gebaut. Gottesabhängigkeit. Du fliehst vor Schlachten, bei denen du glaubst, dass du sie verlieren wirst. Was hat Phylax mit Gottesabhängigkeit gemeint? Den Reisenden? Ich fühle mich nicht vom Reisenden abhängig oder durch ihn eingeschränkt. Ich fühle mich ihm nahe. Ich fühle mich geschützt. Jedenfalls tat ich das früher. Seit du den Splitter hast, fühle ich mich weiter entfernt als je zuvor. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass du auf jeden Fall nicht abhängig bist, weil du bist ja wirklich
auf ihn gewiesen, auf ihn angewiesen. Was treibt dich an, Maschinenmut? Kämpfst du für Ruhm? Für Macht? Meine Elixi kämpfen für den Kampf selbst. Es gibt nichts darüber hinaus. Lass mich dich diese Lektion lehren. Wir müssen schon wirklich aufpassen, weil das Licht brauchen wir halt wirklich. Wir sind halt wirklich abhängig davon, denn ohne das Licht wären wir halt schwache Menschen. Und ja, die Dunkelheit ist jetzt auch eine Option, aber es ist halt wirklich dasselbe wie beim Licht. Wenn du keine Dunkelheit hättest, dann wärst du auch kein normaler Mensch, dann würdest du schnell abrecken. Und was hier alles geschieht, da braucht man vielleicht solche Fähigkeiten. Da kann ich zum Beispiel die Elixen hier verstehen, dass sie hier die Dunkelheit haben wollen. Denn wir sind ein bisschen zu stark. Da kann ich auch verstehen, dass sie ein bisschen stärker sein wollen. Sie wollen ja auch nur überleben. Und ich meine, wir töten jeden Tag von denen irgendwie 10.000. Und das kümmert uns einfach nichts. Die sind aber Massenmörder. Aber es sind auch nur Aliens. Also nicht so wichtig. Die Prometheus, ich mag sie immer noch. Dieser Laser, der dann immer dicker wird. Und dieser Sound auch so. Tüp, 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 tüp. Ist einfach cool, mit der rumzuhantieren. Schnell ich hier auch die alle wegbrenne. Gott, verschwinde einmal. Ich habe die Streitkräfte der Gefallenen noch nie so organisiert gesehen. Viele Jahre lang lebten die Elixni verstreut, ja? Eramis nahm unsere gebrochenen Häuser und schmiedete eine Armee. Und sie will dieser Armee die Stasis geben. Sollten sie jemals die letzte Stadt angreifen? Ja, die Gefallenen waren ja oder sind vielleicht noch in solchen Häusern verteilt. In solchen Clans kann man sie auch nennen. Die sich auch manchmal gegenseitig bekämpft haben. Was man ja an den technologischen Elixieren sieht. Und an den Eramis-Elixieren hatten wir ja bei Saison der Plünderer. Die haben sich ja gegenseitig bekämpft. Aber jetzt hier Eramis hat halt zwei Häuser verbunden. Oder aneinander gebracht, um deren die krasse Macht zu geben. Deine Chance, meine Klinge zu schärfen. Komm zu mir, Maschinenbrut. Ich warte auf dich. Ja, bin da. Noch einer dieser Riesenmechs. Technologie der Kellgeißel. Einem weiteren zersplitterten Haus. Vereint unter Eramis. Guck, das ist zum Beispiel einer der Häuser, die sie ja hier überzeugt hat, mitzumachen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh. Schön in die Mitte, jawohl. Ja, war das alles? Nee, es geht noch weiter. Bosskampf. Oh, hi. Ich werde Eramis Kell deinen Leichnam bringen. Ich werde mir einen Ring aus deiner Rüstung schmieden. Aus meiner Rüstung? Nee. Das wird nicht so teuer, weil die Rüstung ist sehr wertvoll. So eine kleine Kreatur. Das war ein Kompliment. Aber die Rüstung ist sehr wertvoll. Dafür habe ich echt gefarmt.
Na komm. Komm runter hier. Ja, was willst du mit meiner Prometheus machen? Geschick, hast du dir einen schnellen Tod verdient. So, bin wieder da, ne? Ja, willst du noch mehr von deinen kleinen Freunden, die aber nichts bringen? Denn ich verbrenne sie alle. Oh, nein, keine Muni mehr. Ich hatte doch gerade so viel Spaß. Oh, da hinten. Stasis! Die Dunkelheit ruft! Warte. Ah, ich kann sie nur mit Dunkelheit hier angreifen. Gut, wie du willst. Friss dein eigenes Zeug. Varix, Phylax ist erledigt. Ihre Soldaten werden sich zerstreuen. Aber es gibt noch andere mächtige Elixir, die sich dir in den Weg stellen werden. Die Vernichtung des Generals zerstört nicht die Armee. Aber es ist ein Anfang. Bringen wir den Splitter ins Lager zurück. Ja. Oh, da habe ich nochmal diese Exo-Quest ein bisschen weiter vorhin gebracht. Mehrere Kämpfer mit Stasis oder sonst irgendein Zeugs. Okay, was müssen wir jetzt machen? Sprich mit der fremden Exo. Okay, Leute, aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Ja, war ein bisschen spaßig gerade, die ganzen Gegner hier mit der Stasis zu besiegen. Oh, wir haben hier sogar einen Schnellreisepunkt dort. Okay, Leute, dann hoffe ich, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.